Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play SMP Life a Dream. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg ein bisschen der Arbeit des Elektronikers hier auf der. Wow, wirklich. Des Elektronikers hier auf der Server nachzugehen. Und zwar kontrollieren wir die Blitzer und. Ja, ich weiß nicht, ob auch irgendwas nicht mit denen stimmen kann. Jedenfalls kontrollieren wir die Blitzer. Und freuen uns, wenn sie funktionieren und. Bis jetzt hatte ich noch keinen, der nicht funktioniert. Oder es reicht dafür, wenn man prüft. Ich weiß es nicht. Solnatos, Los Santos. Okay, das war nicht schwer. Das war wirklich nicht schwer. Upsala. Mich über die anderen beschweren, aber das heißt, wir erstmal den Erzbissen reinfahren. Würde ich nie machen. So, wenn wir mal kurz. Ich weiß nicht, sind die zufallsgenerierte Punkte oder gibt es irgendwie eine spezielle Route, die man abfahren kann? Oh, ich muss noch kurz die Stoppuhr resetten. Oder gibt es eine spezielle Route, die man abfahren kann, um die möglichst effizient abzuarbeiten? Kontrollieren. Okay, geprüft. Zur nächsten. Ob die jetzt gut oder schlecht war oder kaputt. Weiß ich nicht, aber ich hab's kontrolliert. So, dieser werde ich gucken, ob jemand kommt. Hier nicht, und da unten auch nicht, alles gut. Und Ampel ist rot. Und grün. Das ist viermal ein Glück, das ist unglaublich. Und es ist schon wieder auf der linken Straßenseite, ja. Das ist unglaublich. Ich schätze einfach mal, dass das zufallsgeneriert wird, weil. Ich kann mir schlecht vorstellen, damit der optimale Weg da hinten rumführt, damit ich hier dann wieder runterkomme. Das würde mich etwas wundern. So, kontrollieren. Dann der nächste. Ja, das machen wir jetzt erstmal für die nächsten sechs Blitzer noch. Rot. Oh, grün. Das war auch nicht besser als das, was ich vorhin gemacht habe. Was? Leltup? Bullet? Kann das sein? Kugel auf Englisch, für die es nicht wissen. Obwohl, das weiß doch jeder, oder? Hoffentlich weiß das jeder. Heißt das wirklich Kugel oder. Heißt das wirklich Kugel oder eher Patrone oder was in die Richtung? Ich weiß es nicht. Scheiße. Erstmal versuchen hier, meinen Zuschauern zu sagen, was das heißt, ja. Und er hat selber nicht. Oh, ich werde angerufen. Abnehmen. Ja. Ich schätze, ich mache das, oder? Das kommt mir ganz plausibel vor in diesem Moment. Glaube ich. Ja, er ist echt gut. Er ist echt gut. Ich weiß nicht. Warum mache ich jetzt den anderen Smiley? Der andere war irgendwie eintönig. Hätte ich immer nur den gleichen gemacht. Mercedes. Ganz ehrlich, ja. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß, ja. Er hat unter meine Bewerbung zum LSPD geschrieben, ja, deswegen mag ich ihn, aber kannte ich den irgendwie vorher? Ich glaube nicht. Was mache ich so? Ich probiere den Elektroniker aus. Probiere den Job Elektroniker aus. Hört sich das besser an? Wow, das ist hier echt Smileyception. Und ich kann nicht einsteigen, ja toll. Naja, wir haben ja Zeit, es sind erst wieder 3 Minuten um. Vielleicht will jemand mehr. Was? Witlumfit. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Abkürzung für ach so, ne? Ja, das. Ja, bin ich mir relativ sicher. Warme Wete. Ach, Waffenteile, ne? Ja, was soll ich da denn jetzt groß darauf antworten? Ach ja, zum Glück bin ich immer so wortgewandt.
Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Wenn du das siehst, ja, Mercedes, wer auch immer du bist. Ich schätze jetzt mal Zuschauer, oder? Wenn er hier mich kennt, schätze ich mal. Also, wenn du das siehst, ja, dann ja, dir auch viel Spaß. Dann wundere dich nicht, dass ich so komisch geantwortet habe, ja. Ich bin anscheinend ziemlich nicht wortgewandt. Gut. Oh, okay. Jetzt musste ich gerade überlegen, was da für zum Auflegen war, aber das hat sich alles geklärt. Gut. Was war das denn? Ist er das auch? Wahrscheinlich. Okay. Immer wenn sie die Leute an die Straßenverkehrsordnung halten. Okay. Ist das jetzt immer noch? Nee, das lag wahrscheinlich an der Gegend. So. Dann kontrollieren wir weiter. Wir haben ja noch 5 Blitzer, ne? Die Hälfte haben wir jetzt. Ich glaube ja. Kommt hin. So circa. So. Hier. Der nächste Blitzer. Und wir kommen sogar auf der richtigen Straßenseite. Das ist ja. Das ist ja echt. Krass ist das. So hier, da war 6, dazu 4 noch. Und ach, da reicht die Folge doch bestimmt für. Hoffentlich. Ein bisschen. Haben wir da gebremst? Und die Ampel rot? Gott, die Ampel, die übersieht man so leicht, ne? Ja. Ich hoffe mal, ich habe jetzt gerade keinen überfahren. Weil ich freue mich gerade noch so wegen den 0. Punkten nennt man das, ne? Punkt nochmal anscheinend. Ich glaube schon. Jetzt gucken. Ach, davon ist am Ende kann ich auch warten. Schlussscheine. Ja, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ja, beste. Aber ist egal, ich habe alle Scheine. Ja, heute bin ich mal wieder richtig schade. Gut. Die haben jetzt auch für mich, ne? Ich glaube schon. Ich muss sagen, in echt sind Ampeln wirklich logischer aufgebaut. Naja. Das Ganze spielt ja auch in Amerika, also was weiß ich. Oh, wir verlieren Leben, vielleicht haben wir Hunger oder so. Weiß ich, geht das? Verliert man langsam Leben und muss was essen? Wow, ich bin zu verbiete über den Server. Aber ich war ja auch lange nicht mehr drauf und es hat sich, jedenfalls von dem, was ich jetzt in den letzten paar Minuten gesehen habe, einiges geändert. Na, was heißt einiges? Es hat sich ein bisschen was geändert. Die Jobs zum Beispiel. Und illegale Jobs waren, glaube ich, immer Dingens. Genau, die waren immer Dingens. Nein, die waren sonst immer ganz normal in den anderen Jobs und nicht unter einer extra Kategorie. Also kann man, glaube ich, schon sagen, dass ich eventuell ein bisschen was. Wie soll ich die Kurve hier schaffen? Also glaub ich, kann ich schon sagen, damit sich einiges geändert hat. Ein bisschen was. Jedenfalls laut meinen Erinnerungen, und auf die würde ich mich nicht immer zu 100% verlassen. Zu 90 vielleicht. So, was sagt denn die Uhr? Die sagt, wir sind bei 8 Minuten und 11 Sekunden. Die Uhr lügt allerdings. Denn warum kann man hier nur in eine Richtung auffahren? Die Uhr lügt allerdings, denn bei euch ist es schon ein bisschen anders, denn. Nein, weil. Viel besseres Wort in diesem Zusammenhang. Weil zum einen ist das Intro noch davor und zum anderen habe ich die Uhr zu spät eingeschaltet.
was ich ja auch, ich wurde angeschrieben, was ich ja sonst fast nie mache. Das war Steam, ne? Ich glaube schon. Tja, da muss der, wer auch immer jetzt angeschrieben hat, warten. Ach, in hier in LV ist Blitzer, okay, das ist doch gar nicht. Hier muss man sich jetzt nicht mehr an Ampeln halten, ne? Ja, genau, stand ja oben nur in LV. Oh Gott, was ist das denn? Zollstation. Slash Zoll. So, hier mal. Drag Racing. Mit dem Auto. So. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich jetzt zurück nach Dingens. Oh Gott, wer ist denn jetzt die andere Stadt? Los Santos kommen. Dann wird das so sein, damit ich mich einfach nicht mehr mit anderen halte. Weil ich mir so denke, ja, habe ich ja gerade auch nicht. Kontrollieren. Zunächst, da bin ich gerade nie wieder in Los Santos. Ja, da. Ach, das ist ja fast perfekt. Da ist ja der Highway, ist ja der perfekte Weg. Fast. Doch, es ist auch nicht relativ perfekt. Wir fahren da runter. Wenn wir in der Stadt sind. Und dann sind wir auch schon fast da. Ja, ich sehe das als perfekt an. So, ich möchte jetzt mal den dritten Gang schalten. Und ich schaffe das bis zum Zoll. Wow, das war jetzt. Wow. Oder was? Schaltung blockiert. Was meine ich mit Schaltung blockiert? Naja, das ist zu hoch für mich, eindeutig. Okay. Ich würde echt interessieren, wie die das gemacht haben, ja? Weil es gab ja mal auf dem Server, oh Gott, ich weiß nicht mehr welcher, solche Geschwindigkeitsbegrenzungen schon, wo man halt nur begrenzt schnell fahren konnte, wenn man das eingestellt hat. Zum Beispiel in der Stadt, damit er nicht aus Versehen zu schnell fährt. Aber das war... oh, das war buggy wie sonst was. Hui, das war... Hui war das. Das war hui. Leider, also ich habe da wirklich einige Unfälle wegen gebaut, weil wenn man da einen Fehler gemacht hat, dann glitscht und backt man gleich rum. Also wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn man um die Kurve fährt, das ist ja kein Fehler machen. Das ist wieder 80 fahren. Dann passt der zweite Gang dafür. Drei Gänge. Als wenn wir... im 18. Jahrhundert werden. Das sagen die Bremsen übrigens auch. Und die Reifen so gut wie die Bremsen. So. Hier. Kontrollieren. Und dann haben wir es schon fast geschafft, ne? Oh. Dann wird diese Folge jetzt etwas länger, ja. Damit ich jetzt noch die letzten zwei Blitze abarbeiten kann und dann das dürfte mir hoffentlich niemand übel nehmen. Aber jetzt in der nächsten Folge nochmal damit anzufangen, dass... Da gucke ich da mal lieber, ob ich vielleicht noch einen Job entdecke, den ich noch nicht kenne und den könnte ich dann noch ausprobieren. Und vielleicht freut ihr euch ja, damit ich ein längeres Video mache. Wer weiß, wer weiß. Ich bin halt ein netter Let's Player, ne? Das muss man mal gesagt haben. So ein bisschen. Rote Ampel. Da, von wegen, ich vergesse es. Wo ist überhaupt dieser Punkt? Ach, da vorne. Ja, perfekt. Also wenn ich jetzt rechts fahre, nach vorne, dann links. Sind die Ampeln eigentlich vom Server oder vom Client geregelt? Ich schätze es einfach mal vom Server, ja. Weil wenn das Ganze vom Client geregelt wäre, dann würde denen ja ein schrecklicher Fehler unterlaufen. Denn da kann man gar nicht entscheiden, ob der bei Rot oder bei Grün rübergefahren ist, weil das ja bei jedem anders ist. Ja, ich glaube wirklich nicht, dass einem Team, das so erfahren ist, jetzt nach der Zeit, den Server gibt es ja jetzt schon auch ein paar Jährchen, so ein bisschen,
so ein großer Fehler passieren würde. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Gut, kontrollieren. Das ist der vorletzte, ne? So, wenn jetzt wieder LV ist, ne, dann... Na, alles gut. Alles gut. So. Wow, Wende kreist den Flugzeugträger. Aber ich habe es trotzdem geschafft. So muss ich anhalten. Ach, da komme ich noch drüber. Perfekt. Dann der letzte ist noch. Muss ich dann zurückfahren? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Und wieder schön zu sehen, wie sich alle an die SFO halten. Ja. Sagt der davor in einem reingefahren ist. Was? Nein, ich doch nicht. So. Komm, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Du. Auto, du. 90 darf ich gar nicht fahren. Okay, es halten sich also noch mehr an die Ampeln. Jetzt ist die Frage. Wenn er sich an die Ampeln hält, ja? Dann hätte er noch länger stehen bleiben müssen. Außer natürlich, das Ganze ist klein passiert. Und sein Ampel war gut. Ich weiß nicht, warum, aber dieser Gedanke lässt mich einfach nicht los. Muss ich später mal googeln. Naja, das habe ich bis zum nächsten Part eh wieder vergessen. So, kontrollieren. Hast 10 Blitzanlagen geprüft. Fahr zurück zur Station. Gut, dann muss ich anscheinend doch nur zurückfahren, wie ich gesagt habe. Was ist denn hier? Drag Racing Künste so schnell wie ich anfahre. Das ist unglaublich. So, wo war denn nochmal diese Station? Ach, die war hinten. In der Nähe. In der Nähe von. Dingens, genau. In der Nähe der. Hier, mit den Grünen. Oh Gott. Diese Wendeplatte, wo im Singleplayer alles anfängt. Ihr wisst, welche Wendeplatte ich meine. Ja. Grove Street heißen die, ne? Grove. Ich habe keine Ahnung. Die Grünen. Die Grüne Gang. Sind die Grünen nicht eine Partei? Ich weiß es nicht. Tja, was soll's. Ich glaube, ich habe aber schon formuliert, was ich meine. Oh Gott, wir sind ja schon bei fast 20 Minuten. Hui, das war dann doch ein bisschen mehr überzogen. Da habe ich doch wohl etwas mehr überzogen, als ich dachte. Wow, heute ist wieder so ein Tag, da verabschiedet sich meine Grammatik komplett. Komm, Apfel wird grün. Kamera macht aber auch was sie will, ne? Naja. Jetzt sind wir ja schon da. Da kann die Kamera machen. Weil auch immer die Kamera machen will. Das ist eigentlich relativ egal. So. Und geschafft. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen, ne? Schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.